Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Deluxe Homebrew. Und in dieser Folge möchte ich euch gerne mal Genesis vorstellen. Das ist ein neues Spiel. Wie ihr seht, ist es von Incube 8 Games veröffentlicht worden. Ist derzeit leider ausverkauft, wo ich das Video aufnehme. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt wieder neu reinbekommen oder nicht. Da bin ich leider nicht auf dem Laufenden. Aber das ist ein wunderbares Spiel, ist jetzt letzte Woche endlich zu mir angekommen. Und ich möchte euch das Spiel so ein bisschen vorstellen. A, was ist hier in der physischen Version, in der Packung alles drin? Und natürlich, vielleicht was noch wichtiger ist, wie spielt sich das Ganze? Wie üblich verlinke ich euch natürlich unten, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die ganze Geschichte aus. Das bekommt ihr also, wenn ihr das Spiel physisch bestellt. Incube 8 Games verschickt aus Kanada. Passt also auf, da müsst ihr auf jeden Fall dann auch noch Zoll drauf bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das jetzt hier in dem Fall war. Es kostet, ich glaube, 50 € ungefähr das Spiel. Zoll war, ich glaube, boah, 7 € plus dann die DHL-Gebühren, die immer noch ein bisschen noch zusätzlich an Bearbeitungsgebühren draufschlagen. Also ich glaube, ich habe so 12 € bezahlt. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, vorne seht hier das wunderbare Cover. Es kommt eingeschweißt und es kommt auch so eine typische Gameboy-OVP-Schutzhülle dazu. Die habe ich jetzt schon einmal ausgepackt. Also die ist schon dabei. Hinten ganz normal Screenshots, dann halt die Angabe natürlich hier, was es da an Gewalt zu sehen gibt. Die Incube 8, die Seite natürlich und natürlich noch ein bisschen einmal die Story. Vorne natürlich noch einmal der geschätzte Entwickler und Homebrew. Ja, vom Design her, sie haben sich so ein bisschen entschieden, hier einen schwarzen Rand zu machen und nicht so wie die klassischen Gameboy-OVPs, denn mit diesem grauen Rand. Aber gut, das ist Geschmackssache. An sich macht es einen guten Eindruck. Hier ist sogar für die Folie hier so ein Aufreißding dabei, was natürlich sehr praktisch ist. So, die Folie packe ich mal kurz weg und dann schauen wir mal, was da drin ist. Also Formfaktor, das denke mal, muss ich jetzt nicht extra noch erwähnen, ist natürlich der ganz normale Gameboy OVP. Was ist dabei? Einmal ein schönes schwarzes Inlay hier mit den eingeprägten Incube 8 Logo, finde ich gar nicht so verkehrt. Dann natürlich einmal das Spiel, kommt auf einer schwarzen Cartridge. Und ist ja natürlich nicht original, aber den original nachempfunden. Da oben steht jetzt Game Pack und nicht Game Boy. Aber ansonsten ist das natürlich sehr am Original orientiert. Sieht ganz gut aus. Es gibt eine dem Original nachempfundene Hülle. Auch das ist natürlich keine Originale. Logisch ist ja auch kein offizielles Release. So, dann haben wir hier einmal Aufkleber, die noch dabei sind. Wunderbar. Ist sehr schön, verschiedene, den man hier raustrennen kann. Ist natürlich ein nettes Goodie und wie habe ich es vermisst in aktuellen Spielen, ein Instruction Booklet, wo euch nochmal hier alles grob erklärt wird. Ist natürlich alles auf Englisch. Und ich mal gucken, also ich habe jetzt die Spielaufnahme, die gleich kommt, habe ich aufgenommen, bevor ich das hier ausgepackt habe. Der Hersteller war nämlich so freundlich, mir eine ROM-Datei zuzuschicken, dass ich das auch entsprechend aufnehmen kann. Deswegen hoffe ich, dass ich hier alles entsprechend richtig wiedergegeben habe. Scheint aber so, ne? Also die üblichen Upgrades sind erklärt, die Bosse und die einzelnen Feinde. Ist klein, aber ganz fein gemacht, finde ich, ne? Wie gesagt, der Andreas hat das alles gemacht. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage: Wie spielt sich das Ganze denn jetzt eigentlich? Und jetzt sind wir natürlich beim Wichtigsten: Wie spielt sich das Ganze? Und vielleicht, wenn ihr den Titelbildschirm schon so ein bisschen anseht, dann könnte das Stil und die Aufmachung euch vielleicht etwas bekannt vorkommen. Und zwar, wenn ich mal das Stichwort Solar Striker sage, kommt euch das etwas bekannt vor? Das Spiel, finde ich, orientiert sich auch sehr stark dran. Also es ist ein normales Shoot'em'up, was ähnlich wie Solar Striker gespielt wird, wie ihr seht, hat aber natürlich so ein paar kleine Besonderheiten. Ich hoffe, dass ich einigermaßen weit komme. Ich habe da zum Beispiel ein Upgrade schon gesehen. Das ist eine Bombe, die alle Gegner auf dem Bildschirm vernichtet. Und ihr seht hier schon, ich habe jetzt die erste Extrawaffe aufgesammelt. Und hier habt ihr schon eine Besonderheit. Ihr seht unten zwei Anzeigen, einmal eine Schildanzeige und eine, sie sieht aus wie eine kleine Rakete oder Patrone. Diese Sonderwaffen,
Die kann man nämlich nur eine bestimmte Zeit einsetzen, solange ihr Munition dafür habt. Die habt ihr also nicht wie üblich immer, sondern nur für eine gewisse Zeit. Und ihr habt schon gesehen, ich wurde getroffen, ich bin aber nicht gestorben. Und zwar gibt es nämlich so gesehen nur ein Leben, aber dafür habt ihr Schildenergie und könnt halt ein bisschen getroffen werden. Entschuldigt, wenn ich hier etwas teilweise abgehackt rede, aber es ist ein Shoot'em'up, da muss man halt aufpassen. Hier kommen wir jetzt auch schon zum ersten Boss. Na, Mist. Ich versuche euch natürlich so viel wie möglich zu zeigen. Das war natürlich jetzt die falsche Strategie. So, okay, er ist erledigt. Ich versuche möglichst weit zu kommen. Also bei diesen Spielen zu reden und zu spielen ist immer echt nicht so einfach. Ihr könnt Dauerfeuer machen. Und wenn eure Schildenergie jetzt... Ich wollte es euch nur mal demonstrieren. Wenn eure Schildenergie komplett durch ist, dann seid ihr halt tot. So. Versuche ich es nochmal so ein bisschen mehr zu zeigen. Ich finde auch das ganze Gegnerdesign und auch die ganzen Hintergrundgrafiken, die erinnern extrem an Solar Striker. Und ich liebe dieses Spiel, ja. Und da bin ich ja durchaus nicht der Einzige. Da gibt es ja einige von euch, die das genauso abfeiern wie ich. Wir haben nochmal eine andere Waffen-Upgrade. Wie ihr seht, ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, aber es scheint relativ zufällig verteilt zu sein, welches Upgrade die jetzt bekommt. Ne? Jetzt habe ich hier wieder den Doppelschuss. Und mehr von diesem Spielgefühl liebe ich. Und ich finde es echt schön, wenn man dann so eine Vorlage nimmt und das dann nochmal ein bisschen anders interpretiert. Ich finde das zum Beispiel hier gar nicht so verkehrt, dass ihr quasi keine Leben habt, sondern eine Schildenergie und damit halt ein Leben. Finde ich einen interessanten, schönen Ansatz, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Der Entwickler, das ist der 0FX, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Entschuldigung, ich muss hier gerade auf den Bossgegner aufpassen. Weil so erledigt ihr nämlich eigentlich, dass ihr immer so ein bisschen vorfliegt. So. der sich auch hier ab und zu in den Kommentar rumtreibt. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Wie gesagt, wo ihr es bekommt und so weiter, das verlinke ich euch natürlich alles. Ich glaube, das Maximalste, was ich bisher gekommen bin, war irgendwie bis Level 4 oder irgendwie sowas. Ich schau mal. Ne? Wie gesagt, ich versuche euch möglichst viel zu zeigen. Aber so ein Spiel ist natürlich jetzt vom reinen Umfang her, ich weiß es leider nicht aus dem Kopf, wie viel Level das hat, ist es natürlich jetzt nicht immer so das Größte. Aber dadurch natürlich, dass es schwer ist, wollte ich es halt immer und immer wieder probieren. Ne? Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen das Ziel. Und so habt ihr auch immer Lust natürlich auch, das wieder von vorne zu beginnen. Weil ihr merkt schon selbst, ich bin sehr hier schon reingezogen. Gerade weil es so einfach ist. Ne? Es gibt jetzt auch nicht irgendwie tausend verschiedene Mechaniken. Für das Spiel finde ich, wie gesagt, mit der Lebensenergie und auch hier mit dem Power-Abschuss, das ist ein interessanter Ansatz. Hat also nur ganz kleine Detailänderungen, aber das macht so ein bisschen schon anderes Spielgefühl aus. So. Können wir hier, ich dachte, wir kommen gleich zum zweiten Boss, aber ich muss mal gucken. Na, so. Wenn ihr gerade Hundegebell im Hintergrund hört, tut mir leid, der Pinsel hat anscheinend gerade einen anderen Hund draußen entdeckt und der muss natürlich fachgerecht abgebellt werden. Ich weiß immer nicht, ob das Mikrofon das mit auffängt oder nicht. So, ihr seht. Also die Bosse, die ich bisher begegnet bin, die waren jetzt alle jetzt nicht so super kreativ, aber natürlich hier von der ganz normal von der Sorte. Stellt euch drauf ein. Auf das Schussmuster. Ich habe ihn, immerhin habe ich ihn erledigt. Aber das sollte für den Ersteindruck reichen. Ich finde das Spiel fantastisch, macht wirklich Spaß, da immer wieder einzusteigen. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ist ein wirklich schönes Homebrew-Spiel, was wirklich einen sehr schönen nostalgischen Faktor hat, nenne ich es mal. Viel Spaß, wenn ihr auch da mal reinspielen wollt. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.